In diesem Video zeige ich euch ganz genau, welche Dinge ich wo für wie viel verkaufe. Der Grund ist, dass wir in unserer Community Spieler mit total viel Geld haben und andere haben dauernd Geldprobleme. Beide Gruppen spielen und looten eigentlich gleich effektiv, aber die Art, wie sie damit umgehen, hat einen kleinen Unterschied, der sich essentiell nachher auswirkt. Deswegen erkläre ich euch jetzt hier mit ganz konkreten Beispielen und den ganz exakten Preisen, wie ihr erheblich mehr Geld aus den Raids bekommt. Da Battle State Games die Spielmechanik und den Loot ständig ändert, werde ich immer wieder aktuelle Videos machen, was sich gerade wie gut wo am besten verkauft. Die Videos aus dieser Reihe bestehen immer aus zwei Teilen. Das eine ist, wie levelt man aktuell am schnellsten, also welche Items lassen sich momentan am schnellsten benutzen, um Umsatz zu generieren, auch wenn man dann keinen oder wenig Profit macht. Der andere Teil ist immer, indem ich demonstriere, hey, die Sachen habe ich aus 1, 2, 3 Raids rausgenommen. Und ich verkaufe die so und so im Flohmarkt, damit die möglichst schnell verkauft werden, damit ich halt eben ganz viele Sachen dort zum vernünftigen Preis verkaufe, vielleicht nicht zum Maximum, aber dafür halt eben schnell. Und deswegen muss ich halt eben so gut wie gar nichts an Händler zurückverkaufen. Und deswegen ist der Gesamtgewinn, den ich aus einem Raid raushole, bei mir höher als bei Leuten, die versuchen, in einem Raid, im Flohmarkt das Maximum an Profit rauszuholen. Generell gilt, ihr verkauft eigentlich nie irgendetwas an die Händler. Es gibt nur ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber selbst wenn ihr einen Händler hochleveln müsst, macht ihr das nicht mehr. Dafür gibt es aber ein getrenntes Video, wo ich das erkläre. Dreh- und Angelpunkt für euch ist immer der Flohmarkt. Wenn ihr den richtig benutzt, dann bekommt ihr tonnenweise Rubel. Kein Witz. Deswegen sollte euer Fokus immer darauf liegen, so schnell wie möglich den Rang im Flohmarkt zu erhöhen. Je höher euer Rang ist, desto mehr Sachen könnt ihr immer gleichzeitig verkaufen. Und auch wenn es am Anfang so aussieht, als dass man dafür ewig braucht, eigentlich ist der Aufstieg innerhalb von einer Woche als normaler Spieler locker machbar. Euren Rang im Flohmarkt erhöht ihr immer nur durch Umsätze von Verkäufen im Flohmarkt. Es gibt keinen anderen Weg. Daher verkauft ihr ja alles, was geht, immer im Flohmarkt. Ihr braucht mindestens Rang 0,2, damit ihr drei Sachen gleichzeitig einstellen könnt. Rang 10 für 4 gleichzeitige Angebote und Rang 30 für 5 und so geht es immer weiter. Ihr verliert massiv in dem Ranking, wenn ihr Angebote abbrecht oder wenn ihr Sachen eingestellt habt, die nicht verkauft werden. Die einzige Ausnahme ist, in den ersten 60 Sekunden, wenn ihr was reingestellt habt, dann könnt ihr ohne Probleme abbrechen. Danach tut es aber immer richtig weh. In jedem Fall verliert ihr aber die Gebühr, die ihr beim Einstellen gezahlt habt. Wenn ihr also was falsch eingestellt habt oder aber ihr wisst, dass ihr es eh nicht verkauft, dann drückt ihr auf keinen Fall auf Remove oder abbrechen, sondern ihr fragt jemanden aus der Community, dass er das Teil rauskauft und dann zum selben Preis, den ihr eingestellt hattet, stellt der andere es wieder ein, zuzüglich der Angebotsgebühren, damit er keinen Verlust hat und ihr kauft es dann von ihm wieder zurück. Lieber verliert ihr dabei Geld, als dass ihr Ranking verliert. Genug palavert, jetzt geht's an die echten Preise und Fakten. Ich verkaufe immer die Dinge, die am schnellsten weggehen als erstes. Ich verkaufe immer alles super billig. Lieber verzichte ich auf Gewinn und dafür habe ich es nach 60 Sekunden verkauft, als dass ich 10% mehr Gewinn mache, aber dafür steht das Zeug nachher 3 Stunden im Flohmarkt. Ich verkaufe auch ganz oft Sachen mit einem kleinen Verlust im Flohmarkt, Hauptsache ich erhöhe den Umsatz und damit mein Ranking. Da ich zig Sachen am Tag verkaufe, ist es nur wichtig, dass ich am Ende des Tages Gewinn mache. Ob das in jedem einzelnen Trade so passiert, ist eigentlich völlig egal. Und wenn ich hier mal 20.000 verliere und da mal 20.000, dann fällt es eigentlich gar nicht auf, weil ich in der Summe nachher viel mehr Gewinn als Verlust mache. Natürlich verkauft man die Sachen am schnellsten, die andere Spieler nur begrenzt bekommen können. Also entweder Sachen, bei denen ihr im Trader-Level höher seid und deswegen an Sachen rankommt als andere Spieler, oder Dinge, die zum Beispiel nur so und so oft pro Trader-Reset, also alle 3 Stunden, gekauft werden können. Es gibt noch eine Liste mit allen Items, die ihr früher oder später für irgendwelche Missionen sammeln könnt oder sammeln solltet. Die Liste dazu habe ich hier verlinkt, oben rechts in dem Video einfach anklicken, wenn ihr in YouTube drin seid oder ansonsten unten in der Beschreibung. Und das Ding wird regelmäßig aktualisiert, das heißt eigentlich sollte das immer ziemlich aktuell sein und euch helfen. Normalerweise fange ich immer bei der Therapeutin an, denn die hat ein paar Sachen, die eigentlich extrem gut zu verkaufen sind. Lab Access Keycard, natürlich. Dann das Medcase, geht eigentlich auch immer weg. Eine Lucky Scav Junkbox, auch kein Problem.
Das Items Case wird meistens zu billig verkauft. Meistens macht man dabei Verlust, deswegen mache ich das jetzt nicht. Und das Dock Case. Fangen wir gleich an, die einzustellen. Lucky Skeff Junkbox. So, jetzt zeige ich euch, wie ich die Preise kalkuliere. Also, gekauft habe ich das Ding für 937.000. Momentan ist ein Angebot drin für 960.000 als billigstes und ich möchte es ja schnell verkaufen. Ihr seht hier an der Uhrzeit, dass das Ding aber schon eine ganze Weile drin steht. Also muss ich eigentlich meine Box erheblich billiger verkaufen, damit sie weggeht. Ich klicke die also an und sage jetzt zum Beispiel, ich verkaufe die für 949.000. Machen wir noch hinten eine 211 dran, dann findet man meine Angebote nachher besser. So. Wenn ich das mache, verliere ich an Angebotsgebühren 44.000. Das heißt, ich habe hier gegenüber diesem Betrag ungefähr 30.000 Verlust. Das ist eigentlich relativ viel, aber ihr werdet nachher sehen, in der Summe fällt das gar nicht mehr auf. Deswegen stelle ich das Ding ein. Als nächstes kontrolliere ich immer, ob das auch wirklich richtig eingestellt wurde. Das heißt, ich drücke oben auf den Refresh-Button. Hier taucht es auf. Denn manchmal hast du ja das falsche Zeug angewählt oder in der Hektik hast du vielleicht gar nichts angewählt und dann ruiniert das dir halt eben den Tag. Also immer noch mal oben nachgucken, ob es wirklich das Richtige war. Nächstes Teil: die Mad Cases. 420.000 habe ich bezahlt. Billigstes Angebot liegt bei 449. Also gehen wir mal noch drunter und sagen mal, was passiert, wenn ich es für 439.000 reinstelle? So, 20.000 zahle ich an Gebühren, würde bedeuten 419.000, das heißt 2.000 Verlust für die Gebühren, aber dafür einen Umsatz von 400k, das mache ich auf jeden Fall, denn die 2.000 Rubel Verlust, die interessieren mich nicht. Nächstes Item. So, ich hatte jetzt die Keycard. Gucken wir mal hier. Ich glaube, ich habe auch nur eine. Also, 115.000 ist der normale Betrag. So, ihr seht jetzt hier, welche sind für 150.000 drin. Relativ viele. 2 Minuten sind teilweise seit 2 oder 3 Minuten drin. Ich kann aber jetzt einfach auf Refresh drücken, weil hier ist eine für 149.000 drin. Ich drücke also Refresh und gucke, ob die inzwischen weg ist. Und ihr seht, die ist immer noch da. Die unten drunter sind aber alle neu. Also ist es relativ wahrscheinlich, dass ich irgendwo um 145.000 liegen muss, damit sie schnell weggeht. 144.211. Wieder kontrollieren, ob sie aufgetaucht ist. So, nächstes Item. Ich hatte noch einen Dock Case. In dem Fall habe ich sogar zwei, weil ich eins noch nicht verkauft hatte. Um besser zu kalkulieren, mache ich also erstmal nur ein Dock Case auf. 356, 385 ist momentan Verkaufspreis. Also selbe Spielchen wieder. Was wäre, wenn ich es für 379 verkaufen würde? Dann seht ihr, 17k kostet mich die Sache, macht 362. Das heißt, ich kann sogar noch tiefer gehen. Und in dem Fall gehe ich tatsächlich auf das Minimum, was geht. Also 363 zum Beispiel. Denn je größer der Abstand zwischen meinem Angebot und dem nächst teuren ist, desto schneller wird es natürlich verkauft. So. Ich will aber alle beide verkaufen, also wieder Place Offer. Nachgucken. Okay. So, und während ich die Sachen eingestellt habe, habt ihr unten am Counter gesehen, sind die anderen Sachen schon verkauft worden. Das heißt also hier, Mad Case ist weg, Lucky Scaff Box ist weg und die Access Card. Also machen wir gleich weiter. Die Frage ist jetzt von den Sachen, die ich habe, ist da irgendwas dabei, was wirklich schnell verkauft werden würde? Waffen nicht so, Kopfhörer sind nicht so toll, Rüstung habe ich momentan keine, die auf jeden Fall weggeht. Also gehe ich auf die Sachen, die alle haben wollen, aber die nur begrenzt verfügbar sind. Prapor Level 1. Das Item hier unten. Kann man nur genau einmal pro Runde kaufen. Kaufen wir uns und stellen es ein. So, ups, ist nicht ganz unten aufgetaucht. Da. Selbe Reihenfolge. Ihr seht, was ich bezahlt habe, wenn wir unseren Prapor finden. Hier unten. Nee, das ist noch nicht mal das. Da. 21.000. Und ihr seht aber, dass alle anderen es billiger verkaufen. Selbe Spielchen wieder. Entweder verkaufe ich es jetzt billiger als die anderen und mache dann einen Verlust von 2 oder 3k.
Oder ich warte einfach, bis die alle aufgekauft sind. In meinem Fall, ich entscheide mich für lieber sofort verkaufen. Ich würde jetzt praktisch 19.000 sagen, aber aus optischen Gründen, weil dann wirkt es ja noch billiger, sage ich halt eben 18.911. So, wieder gucken. Also hier gekauft und im Verkauf habe ich direkt Verlust gemacht. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ihr könnt ja vorher, wenn ihr das nicht machen wollt, könnt ihr ja vorher immer gucken, ob die Sachen tatsächlich im Flohmarkt verkauft werden oder nicht. So, die anderen Sachen, die ich hier, upsa, bei Prapo Level 1 kaufen könnte, sind ja für jeden anderen Spieler auch verfügbar. Das heißt also, sie sind eigentlich nicht interessant. Ich fange also bei Level 2 an zu schauen. Gibt es irgendetwas, was alle haben wollen? Klar, die Scopes und die Mosins, aber bei denen machst du keinen Gewinn, weil die werden zu oft im Flohmarkt verkauft. PSO-Scope müsste man jetzt erst wieder gucken, ob sich das rechnet. Taktik-Tooler TT01. Ist ein Item, das ist limitiert auf 5 Stück pro Spieler, pro 3 Stunden. Das heißt, das verkaufst du sehr schnell, aber ihr seht, das Ding ist fast nichts wert. Lohnt sich also eigentlich jetzt nicht, das zu machen. Selbes Spiel gilt für die 10er-Magazine für die Hunter. Kostet 5.000, ihr könnt. Oh, haben sie sogar die Limitierung aufgenommen? Also macht schon gar keinen Sinn mehr, das zu kaufen. Am Anfang nach einem Vibe ist das hier zum Beispiel ein Item, das ihr relativ gut verkaufen könnt. Denn wenn ihr Level 2 seid und andere noch nicht Level 1 ist, dann braucht er dieses Magazin oder dieses Magazin. Aber jetzt ist es 2, 3 Wochen nach dem Vibes, macht jetzt also auch keinen Sinn mehr. Ich gehe mal auf Level 3. Sind jetzt die Items auch nicht so interessant, aber die Munition könnte interessant sein. Unterschallmunition wird eigentlich fast nicht gekauft. Die Sniper-Cartridge hier, 200 Stück, die wird sehr gerne genommen und man kann sie halt eben nur begrenzt kaufen. Also nehmen wir das Ding. So, wo ist sie? Da, 7 in 1 Munition, 200 Stück. So, ihr seht, das Ding wird bei Brapo, habe ich es gekauft für 262 und Angebote stehen drin für 290, 285 und alles drüber. Selbe Spielchen wieder. Ich will es so schnell wie möglich verkaufen. Wenn ich es für 284 verkaufe, kriege ich sogar ein paar K Gewinn raus, aber die sind mir ehrlich gesagt egal. Ich möchte ja nur, dass es schnell weg ist. Ihr könnt aber über diese Methode, wenn ihr ein bisschen wartet, sogar tatsächlich noch ein bisschen mehr Geld machen. Ihr merkt aber, Prapor, Munition, das ist alles jetzt nicht so das, was uns großartig viel bringt. Die SP6-Munition wäre was, das halt eben auf 500 Schuss limitiert ist. Und die sind ein bisschen teurer, da könnt ihr ein bisschen mehr machen. Aber eigentlich wollen wir was anderes. Also gehen wir mal aufs Gear. Level 1, keine Items, die interessant sind. Level 2 sieht schon ganz anders aus. PT3-Stock, jeder will den haben, weil es halt eben für einige Waffen die beste Möglichkeit ist, um einen Rückschuss runterzukriegen. Ihr könnt nur 3 pro 3 Stunden kaufen. Also holen wir den und stellen ihn ein. So. 21k gezahlt, 23k ist das Mindestangebot sozusagen. 2 und dann nochmal 3. Und die stehen auch jetzt schon 3-4 Minuten drin. Müsst ihr jetzt selber entscheiden, ob ihr an der Stelle mit Verlust arbeiten wollt oder nicht. Also, wenn ich einen nehme und verkaufe ihn für 9, ups, 29.211 kostet mich das 1K. Das heißt, ich bin tatsächlich sogar noch ganz einen Hauch in der profitablen Zone und verkaufe deswegen alle drei für den Betrag. Und er taucht nicht auf. Das heißt, ich habe jetzt, upsa, ich habe mich verklickt hier oben in der Sortierung. Ich habe wohl das Ding viel zu teuer eingestellt für 29k. Ich drücke also auf Remove, weil hier noch diese ersten 60 Sekunden laufen. Da wird also mein Ranking oben nicht beschädigt. Aber was beschädigt wird, ist halt eben mein Geldbeutel, weil die Gebühr wurde schon abgezogen. Macht aber nichts. Ich setze es dann wieder rein, sobald es verfügbar ist. Im Moment seht ihr aber, so hier, über Items not sold. Manchmal dauert das ein paar Minuten, manchmal taucht sofort auf. Jetzt habe ich Glück gehabt, dann ist es sofort da. Also kann ich es gleich wieder einstellen. So. Also den PT03. So, ihr seht jetzt, die anderen billigen sind übrigens jetzt weg. Ich könnte theoretisch gesehen mehr verlangen.
Ja, selber Fehler wieder. Ich mache aber wieder dasselbe. Ich möchte es lieber nur ganz billig verkaufen. Hauptsache, es geht schnell weg. So, nächstes Item. Was können wir noch gut verkaufen? Ah ja, bei der Therapeutin, wenn ihr die Saliva-Packs freigeschaltet habt auf Level 2, kann man auch nur 6 Stück kaufen, macht aber 81k insgesamt. Das ist schon mal nicht schlecht, weil die verkaufen sich auch innerhalb von Sekunden. Also, wir suchen die Saliva-Packs. So, ganz, ganz, ganz viele Angebote. Ihr müsst halt natürlich schauen, wenn ihr die Preise kalkulieren wollt. Hier, ihr seht, 10.000, 10.000, 10.000 sind welche drin. Alle voll für 400 von 400 Punkten. Ich gehe trotzdem hin bei den Saliva-Packs und verkaufe die für meinen Kaufpreis plus Angebot, plus Einstellgebühr, weil das meistens trotzdem funktioniert. Das sind in unserem Fall 14.211, müsste ziemlich genau hinkommen. Alle. Und gucken, ob es an der richtigen Stelle auftaucht. Kurz hinter dem Original-Trade. Da. Wie gesagt, die anderen, die jetzt momentan billiger drin sind, die werden sich relativ schnell verkaufen. Das heißt also, meine dürften relativ bald auch die billigsten sein. Nochmal zu Skill. Was kann man noch gut verkaufen? Level 2. Was immer geht, sind die PT-Logs. Aber auch da, man kann 10 Stück kaufen. Maximal und sie kosten nur 3000 Rubel. Das heißt, auch dort generiert ihr nicht unbedingt den Umsatz, den ihr jetzt momentan wollt, wenn ihr schnell leveln wollt. Was aber auch noch immer gut geht und wo ihr relativ schnell rankommt, sind die 6B-Helme. Kann man nämlich nur 5 Stück kaufen pro Runde. Werden oft auch billiger eingestellt, als man sie beim Rackman kaufen kann. Aber in der Summe werdet ihr innerhalb von etwa 30 Minuten bis eine Stunde die Dinger verkaufen können. Also, selbes Spiel wieder. Wir gucken nach. Gekauft haben wir es für 33.600. So, die anderen sind alle billiger. Hier oben 36.000 wäre dann sogar noch ein Beschädigter und der nächste volle bei 39.000. Ihr könnt also an der Stelle entweder so für 37k das Zeug verkaufen und habt ein paar K Gewinn. Oder aber ihr macht das halt eben wieder so. Hopsa, das war zu früh. Ihr nehmt einen, sagt, was kostet es mich an Gebühren, wenn ich ihn für 34.911 reinstelle? 34.911, dann habt ihr 1,6K für die Gebühr. Das heißt, ihr würdet ein bisschen was drauf zahlen. Also nehmen wir 35.211 und dann seid ihr im Bereich, wo ihr nichts mehr drauf zahlt. 5 Stück einstellen. Kontrollieren. Da sind sie. Das hier sind die Sachen, die ich aus den letzten paar Raids rausgeholt habe, mehr oder weniger. Und wir gehen jetzt einzeln mal durch, wie ich die entscheide, ob ich sie verkaufe und wenn ja, wo. Messer kann man, sollte eigentlich jeder wissen, für MP5er eintauschen, wenn man 10 Stück hat. Die Leute, die es nicht wissen, ihr klickt einfach rechte Maustaste auf das Item und dann Required Search. Und dann seht ihr, welche Dinge dafür eingetauscht werden. Ich werde das noch öfter machen. Also hier 10 Stück ergeben eine MP5, also hebe ich das Ding auf, denn die MP5 ist in der Summe mehr wert als 10 einzelne Messer. Heben wir auf. Die MP5 selber ist momentan wert 29.000 oder ungefähr 300 Dollar. Das ist erheblich weniger, als du dafür bezahlst, wenn du sie beim Peacekeeper kaufst. Aber wenn ihr sie an den Peacekeeper verkaufen würdet, hier, dann kriegt ihr noch sehr, sehr viel weniger. Und zwar nur 237 Dollar. Das heißt, ich verkaufe das Ding auf jeden Fall im Flohmarkt. Und zwar als billigster, weil auch der billigste Preis immer noch besser ist, als es beim Händler beim Peacekeeper zu verkaufen. 28.500 ist momentan das Minimum, also wir verkaufen es für 27.411 und wieder kontrollieren, ob es da ist. Ja. Nächstes Item. Die MP7, die spiele ich selber, hebe ich auf. Die ADA. So ein typischer Fall. Hey, das Ding ist ein bisschen gemoddet. Manchmal habt ihr mehr dran, manchmal weniger. Also gucken wir mal nach. Die ADAs, die momentan hier verkauft werden, haben alle nur hinten ein Kimme und Korn. Und wenn wir jetzt hier mal weiter runter scrollen, jetzt sind wir schon bei 30.000 pro Item. Hier hast du dann zwar einen Reflexseil drauf, das ist aber das Billige für 10.000.
Hier hast du das nächste Reflex-Site. Das ist immer noch billiger als das Holo-Site, das wir haben. So, jetzt sind wir bei 75.000. Die Dinger werden niemals verkauft werden. Da brauchen wir gar nicht gucken. Das heißt, ich müsste mich jetzt entscheiden, irgendwo zwischen 40.000 und 30.000 verkaufe ich das Ding mit dem Holo-Site und hoffe darauf, dass es überhaupt irgendwann verkauft wird. Oder, was ich in so einem Fall mache, ich nehme einfach das Holo-Site runter und verkaufe das einzeln. Rechte Maustaste. 22.900 ist der Preis. Und dann verkaufen wir das doch einfach für 21.000. Und die Ada selber, jetzt wo sie umgemoddet ist und alle möglichen Teile fehlen, seht ihr, die billigste ist 22.000. Also gehe ich hin und verkaufe mal das Ding, weil es halt eben wirklich, weil auch vorne der Mündungsfeuerdämpfer fehlt und so, verkaufe es wirklich super billig. Für unter 20.000. Zusammen mit dem anderen Teil zusammen bin ich aber insgesamt bei 40.000, die ich jetzt hier innerhalb kürzester Zeit umsetze, das werdet ihr gleich sehen, während ich in dem anderen Fall, wenn ich das Ding für 39.000 komplett reingesetzt hätte, ich nicht mal sicher bin, ob sich es überhaupt verkauft hatte. Was haben wir noch? Hot Rods. Hot Rods kann man eintauschen gegen Munition und andere Sachen, deswegen werden die eigentlich immer ganz gut verkauft. Ich bin hier nur daran interessiert, die zu verkaufen. Was ihr, wofür ihr ein Gefühl bekommen müsst, ist, ob diese 13.000 momentan aktueller normaler Wert sind oder nicht. Und abends verkaufen sich die Dinger, oder mitten in der Nacht verkaufen sich die Dinger oft meistens nur für 9.000. Meine Befürchtung ist also, auch wenn hier momentan 12.000 billiger wäre als die anderen, dass es für 12.000 vielleicht liegen bleibt. Also gehen wir hin und verkaufen es für 10.000. Ich verschenke also pro Ding vielleicht 2.000 Rubel, aber dafür ist es garantiert gleich weg. Achso, ich muss wieder kontrollieren, ob es da ist. Jo, ist da. Dieses Item, gehen wir wieder zurück. Achso, ja genau, die HK416. Wunderschön gemoddet mit dem tollen Holosite drauf, das ich sehr gerne spiele. Die behalte ich. So wie sie ist, werde ich die zocken. Dieses Item, glaube ich, wird für eine Mission gebraucht. Muss ich prüfen, hebe ich auf. X400 benutze ich immer als Lasersight-Taschenlampe. Und ich habe aber hier noch mehrere andere Sachen gefunden, die alle Lasersights-Taschenlampen sind. Von all diesen Dingern behalte ich nur das X400. Die anderen werde ich alle verkaufen. Denn die bringen meistens etwas mehr Geld als das X400 und ja, für meinen Einsatzzweck keinen Unterschied. Ich verkaufe momentan hier aus Demonstrationszwecken aber nur dieses. Ja, wobei ich verkaufe erstmal nur eins, damit es schneller weg ist. Denn das wird in Missionen, es wird für eine Mechanikermission gebraucht und deswegen hast du da eine Chance, dass es relativ schnell weg ist. Ihr seht, Skier verkauft es theoretisch gesehen für 21.000, billigstes hier 23.000. Ich verkaufe es billiger als Skier. Das heißt, ich verliere 1.000 durch die Gebühren. Bin ich bei 19.000 Gewinn sozusagen für das Teil, verliere also 4.000 Rubel gegenüber dem Original, also gegenüber dem billigsten, was momentan drin ist. Dafür ist es garantiert innerhalb von diesen 2-3 Minuten weg. Und das ist mir momentan wirklich wichtiger als die 4.000 Rubel, denn ich will den ganzen Scheiß, der hier ist, auch noch verkaufen. Und wenn ich jetzt dieses Ding hier eine Stunde drin sitzen habe, dann kann ich den Kram nicht verkaufen. Wenn ich rumdiskutiere, Heringe. Heringe werden für irgendwas gebraucht. Ich habe vergessen, ob man die für was eintauschen kann. Ja genau, du brauchst die, um bei Therapeutin diese Kühlbox einzutauschen. Deswegen sind die relativ viel wert. Mal gucken, ob ich da noch mehr habe. Nö, ich habe nur den einen. Und 20.000 ist momentan der billigste. Sitzt aber schon seit 3 Minuten drin. Also werden wir noch billiger sein müssen, um es wirklich schnell zu verkaufen. 16.999. Einfach aus dem Bauch raus, kann ich richtig liegen oder falsch liegen. So. Die MP5 wurde schon vertickt, das ist schon mal ganz angenehm. Und während ich jetzt darauf warte, dass die anderen Sachen verkauft werden, gehen wir mal weiter durch und sortieren aus. Also wie gesagt, die Sachen werde ich alle noch verkaufen zu den Preisen, die möglich sind. NACL braucht ihr, um eine Kiba einzutauschen bei der Therapeutin. Das heißt, das Ding hebe ich auf. Munition verkaufe ich, weil ich keine AKs spiele. Wenn ihr AKs spielt, unbedingt aufheben. Masken weiß ich nicht. Chainlets kann ich eintauschen gegen Magazine, behalte ich. Ich glaube hier, ne, waren es Magazine? Moment. Ach nee. Genau, Chainlets werden eingetauscht gegen Visoren und Visoren brauchst du, um irgendwann später eine High-Level-Rüstung einzutauschen.
Im Moment hebe ich die auf. Wenn ich die nachher nicht mehr brauche, dann, ja gut, verticke ich sie. Oh, wir haben wieder was verkauft. Was war das? Ah ja, unser 20.000er Item. Also die können wir gleich mit der Munition weitermachen. So, Munition. Also, diese Munition kannst du beim Praper für 185 Rubel kaufen. Das heißt, wenn ich die auf jeden Fall verkaufen will, verkaufe ich sie für 184 oder, wie man hier sehen kann, mit leichtem Profit. Allerdings hat hier jemand schon 1080 eingestellt. Gucken wir mal, ob sich die schnell verkaufen. 30 wurden verkauft in der Zeit. Das heißt, also wenn ich es jetzt zu dem Preis reinstelle, muss ich ein bisschen warten. Andererseits haben wir gesehen, dass es momentan gekauft wird. Wir können ja noch mal einen Refresh machen. Ja, also es wird nicht so schnell gekauft, dass man jetzt sagen kann, es geht innerhalb von Minuten weg. Ich gehe also hin und verkaufe es auf jeden Fall billiger. In meinem Fall für 186. Ein Rubel mehr als bei Prapor, aber geschenkter Gaul, Maul und so weiter. Saliva Packs hatten wir schon gehabt, brauchen wir, also ist so ein No-Brainer, verkaufen sich von selber. So, Squash. Squash ist so ein Item, das total unterschätzt wird, denn selbes Spiel, ihr braucht es, um bei der Therapeutin die Box einzutauschen. Das heißt, dieses Ding könnt ihr eigentlich immer für erstaunlich viel Geld verkaufen. Abends liegt der Preis so bei 18.000 bis 20.000 und ich befürchte, dass der Preis demnächst wieder fällt, also verkaufe ich es gleich für 19.200. So, was haben wir noch verkauft in der Zwischenzeit? Die Ada ist weg. Sehr schön. So, das heißt, ihr habt gesehen, bevor ich überhaupt meine ganzen Items einstellen kann, wurden andere Items schon verkauft. Wenn ich das zwischen den Raids mache, gehe ich so immer weiter vor und habe normalerweise, also das heißt, also ich sterbe an einem Raid, muss auf meine Kumpels warten, dann fange ich an, meine Ausrüstung zusammenzupacken und danach fange ich an, den Kram zu verkaufen. Ihr merkt, dass wenn ihr diese Preise so niedrig wählt, wie ich das gerade gemacht habe, ihr vertickt das Zeug fast so schnell, wie ihr es einstellen könnt. Alu-Sprint bringt jetzt nicht so viel. Rackbuds brauchst du für eine Mission, hat aber jetzt momentan bei mir nicht diesen Haken. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich es benutzen kann oder nicht. Das ist auch der Grund, warum die Dinger momentan im Preis so niedrig sind. Normalerweise kosten die mehr. Ich gehe kein Risiko ein, verkaufe das Ding. Hauptsache weg und Hauptsache ich kann das nächste Teil machen. Wir haben wieder was verkauft. Die Munition ist weg. So, was haben wir noch? Wires bringen nicht so viel Geld. AA-Batterien. Achso, ich wollte ja wieder in mein Inventar gehen. Glaube ich, kann ich für irgendwas eintauschen. Tarkola kann man eintauschen. Guck ich gleich nach. AA-Batterien kannst du für irgendwas eintauschen. Hab vergessen was, aber die behalte ich. Matches. Werden auch total unterschätzt. Da gibt es nämlich zwei Sachen, die ihr dafür eintauschen könnt. Einmal Comtex oder die Painkiller. Deswegen nehme ich die immer in meinen Rucksack, sobald ich eins finde. Und wenn ich ein Item habe, das mehr als 2000 Rubel wert ist, da kriegst du ja irgendwann ein Gefühl für, dann schmeiße ich das, die Streichhölzer wieder weg und nehme das teure Item mit. Aber so habe ich eigentlich immer einen vollen Rucksack, mit dem ich rausgehe. Und wenn ich dann, wie in dem Fall, was rausgenommen habe, hebe ich die auf, sammle die, bis ich alles verkaufen kann. Bis ich was eintauschen kann und ja, die nehmen ja auch nicht viel Platz weg. Da haben wir mal endlich ein Item, das richtig was wert ist. Selbes Spielchen wieder, ich weiß nicht genau, was die abends kosten. Die Teile stehen jetzt seit 20 Minuten und seit 40 Minuten drin. Das heißt, 56.000 ist definitiv ein Preis, den ich nicht angeben will. Ich versuche es mit 10.000 weniger. Das heißt also 40.000 statt 50.000. Ich verzichte hier lieber auf das Geld. Und generiere halt eben lieber den Umsatz. Das müsst ihr bei so einem Item selber entscheiden, ob ihr auf die 10.000 verzichten könnt. Ich weiß, ich sage es immer wieder, aber ich kann es, glaube ich, nicht oft genug sagen. Was haben wir noch? Die blauen Tapes könnt ihr für zwei Dinge benutzen. Das eine ist zum Eintauschen für Set of Tools, was ihr ja für eine Mission braucht. Oder für diese Waffe beim Mechaniker. Wenn ihr das nicht wollt, dann verkauft das Zeug. In meinem Fall, ich verkaufe das Zeug, denn die Mission habe ich schon und die Waffe will ich nicht. Und zwar, ihr seht es hier, die Dinger sind 5.000 wert. Zurück zu dem Thema gerade eben pro Slot, ne? Also
Das gehört zu den Items, die ich ganz oft sehe, dass Leute die liegen lassen und ich weiß nicht warum, weil es sind einfach 5000 für einen Slot. Wenn du zum Beispiel eine AKSU mit rausschleppst, dann braucht die 6 Slots, bringt dir aber nur auch nur 20.000. Das heißt also, die AKSU mit rauszunehmen, bringt dir weniger Geld, als wenn du dieselben 6 Slots in deinem Rucksack mit so einem Billigscheiß auffüllst. Wir verkaufen es für 4.700 und upsa, 21. Was haben wir noch? Zippos kannst du für Granaten eintauschen, sowas mache ich gerne. Zucker kannst du für irgendwas eintauschen, was ich nicht brauche, deswegen verticken wir das. Momentan für 10.000 drin. Da weiß ich zufälligerweise, dass die sich relativ schnell verkaufen. Das heißt also, die Sachen werden nicht lange drin stehen bleiben, wenn ihr das hier immer wieder anschaut. Für 10.000, 11.000 kriegst du das Zeug eigentlich immer los. Das heißt in unserem Fall 8.999, um auf der sicheren Seite zu sein. Was haben wir noch? Der B10 ist auch ein Item, das ist nicht viel wert. Ihr seht, also 5.000 kann man es bei Skier kaufen. Allerdings kannst du davon nur 5 Stück kaufen. So, in meinem Fall hier kaufe ich alles, was ich kann. Also die 5 und das eine. Und dann verkaufe ich es für 7.999. Das ist ein Gewinn von irgendwie 300 Rubel pro Nase. Aber es ist einfach wieder was, was definitiv schnell verkauft werden wird. Das werdet ihr noch gleich sehen, während dem Video wahrscheinlich sogar. DVD-Laufwerke hebe ich wieder auf, denn die brauche ich für eine Mission. Sodium kann man auch für irgendwas eintauschen, muss ich wieder gucken. Ah ja, genau, für die IFAX. Also aufheben und damit Zucker zusammen eintauschen. Zum Glück habe ich noch einen Zucker, also heben wir die beiden auf. Weiße Ducktapes kannst du gegen eine Rüstung eintauschen, hebe ich auf. Brauche ich für eine Mission. Benutze ich selber. Wird verkauft. Wird verkauft. RK1. Ich benutze momentan Waffen, bei denen ich keinen guten Frontgriff brauche. Also zum Beispiel die MP7. Da nehme ich entweder die oder die schwarze. Die funktionieren auch relativ gut ohne diesen tollen, teuren Frontgriff. Das heißt, dieses Ding werde ich verticken. Selbes Spiel. Bei Skier darfst du pro 3 Stunden nur 2 Stück kaufen. Also kaufe ich mir die, die es noch gibt. Wähle alle aus. Und verkaufe sie für 14,99. Upsa, sollte ich noch einen mehr machen? So, signifikant billiger als die anderen, sollte eigentlich theoretisch gesehen sehr schnell weggehen. Ich kann immer noch weiterverkaufen. Also ich habe jetzt in dem Video momentan nichts geschnitten. Das geht wirklich in dieser Geschwindigkeit durch. Bei dem Teil weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich habe so das Gefühl, dass, weil der Preisunterschied hier sehr klein ist, nicht viele verkauft werden. Ich denke, das wird sich nicht verkaufen lassen. Das heißt, das wäre ein Item, das ich an den Mechaniker direkt verkaufe, bevor es mir nachher den Slot blockiert. SKS, internes Magazin, selbes Spiel, braucht kein Schwein. Die Munition. Die Tracer-Munition verkauft sich nicht so besonders gut. Ihr seht hier, es gibt einen relativ großen Abstand zwischen dem, was du bei Prapor zahlst und dem, wie es verkauft wird. Da ich aber weiß, dass die Dinger oft lange liegen bleiben, verkaufe ich es lieber billiger billiger als Prapor, als dass ich da diese 30 Rubel pro Item raushol, weil es waren ja nur irgendwie 60 Schuss. Also da würde ich jetzt nicht so viel Gewinn machen, dass es sich lohnt, dass das Ding rumliegt. So, während ich da jetzt gequatscht habe, dieser ganze Kram wurde jetzt schon verkauft. Und das waren jetzt, ich weiß nicht, müsst jetzt gucken, 3, 4, 5 Minuten oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ihr seht jetzt, von den Sachen, was da alles war, habe ich entweder die wenige Sachen aufgehoben, den ganzen Kram hier würde ich verticken im Flohmarkt. Ja, die Munition lohnt sich nicht. Das ist auch wieder Flohmarkt-Item. Das kann man gut im Flohmarkt verkaufen, den sowieso. Das würde ich bei der Therapeutin verkaufen. Die Zigaretten sind inzwischen nichts mehr wert. Okay, das heißt, nur diese Teile hier unten habe ich rausgenommen und würde ich tatsächlich, oder was heißt würde ich, die verkaufe ich tatsächlich an Händler. Den ganzen Rest habe ich auf jeden Fall lieber mit rausgenommen, aus dem Raid,
Und weil du einfach das Zeug lieber schnell einpackst, als so lange rumzudiskutieren oder halt eben Slots freizulassen. Also lieber mit Billigscheiß rausgehen und nachher im Flohmarkt noch ein paar tausend Rubel umzusetzen. Das ist die Methode, wie ich und ein paar andere aus unserer Community vorgehen mit dem Loot, das wir aus Raids rausholen. Und das ist die Methode, warum wir ab den ersten 2 Tagen grundsätzlich kein Geldproblem mehr haben, weil wir den Flohmarkt einfach als unser A und O benutzen und nur im allerhöchsten Notfall was an den Händler verkaufen. Ich hoffe, das hat euch geholfen, bringt euch ein bisschen was und ihr werdet in Zukunft nicht mehr, ja, nicht mehr auf irgendwas verzichten können, sondern könnt euch hoffentlich in Zukunft alles kaufen, was ihr wollt. Was auch immer ihr tut, ich wünsche euch viel Spaß beim Ballern, viel Spaß beim Looten. Ja, und tötet alle außer mich.